Also soll ich da was würfeln oder nicht? Ja, gib mir mal eine Überzeugenprobe, wie viele, also auch wie viele Doppel Doppel-Eins. eins. Ja, das ist auf meine Kamale-Aktion. Also ich würde mir das boosten. Wie viel gibt mir denn jetzt eine Doppel-1 auf meinen Fertigkeitswert? Du Na, kriegst ganz also, allein da dein. vor. Du siehst ja, du hast Fertigkeit 30. Davon kannst du dann rechnen, wie viel Punkte du draufkriegst. Ich Überzeugen. glaube, Minus Hälfte plus 3. 5 oder so sind 20. Ja, Hälfte plus 5, na. Überzeugen plus, minus 20 ist das, glaube ich. So, dann habe ich Och, Junge. volle 36 Punkte über. Also jeder Bastard, der für Chor ist in Ja. Aranfa, sollte eigentlich Bock haben, mit mir zu Ja. sterben. Ja. Du bekommst auch dementsprechend von Naja, die der rote Hälfte halt. Salamander. Der rote Salamander wird auch eine ganze Menge an Brandöl dir zur Verfügung stellen. Ja, du wirst ein paar Schmiede finden, die dir dann vor Ort mit wenig Eisen auch Sperren ja, bauen Ich können. Du glaube, wirst. Al-Anfa hat keinen Ableger des Roten Salamanders, weil die Universität ein Monopol auf alchemistische Erzeugnisse hat. Oh, das ist ein guter Hinweis, den Der ich dankbar Salamander ist ein aufnehme. Brabak. Ja, genau. Ist Das, egal, ich ich fiel wusste, mir nur ich, so also, ein. ja, genau. Ich wusste, dass die auf alle Fälle in Brabak sind. Und ich weiß, dass es gibt auch diese Rivalität Brabak Al-Anfa, aber ich. Also, Alchemisten wirst du haben und auch die Sprengmittel wirst du dann bekommen aus der Universität. Du wirst Jäger, die vor allem Sklaven jagen, wirst du bekommen, die dir die Stadt auch in Trittfallen ja, einbauen und dementsprechend wird Port Zornbrecht sehr überlaufen sein. Du hast ja sowieso schon deine 50 mystischen Chorgeweihten aus Kunchom. Du hast deine paar Dukatengardisten, da wird es noch weitere Dukatengardisten geben, aber vor allem Schwarzer Bottes Chor, die sich jetzt deinem Untergangssturm anschließen. Genau, und dann möchte ich den Rest meiner Zeit wirklich damit verbringen. Ich werde vermutlich auch gar nicht mehr nach Myanmar zurückfahren, sondern direkt nach Porn Zornbrecht fahren Ja. mit 50 Chorgeweihten zusammen die schlimmste Stadt des Jahrhunderts zu entwerfen. Also mein Ziel ist, wir kämpfen hier unfair, wir kämpfen hier ohne Ehre, wir schießen euch in den Rücken und wenn ihr das Gebäude erobert habt, dann lassen wir es über euch zusammenstürzen. Ja. Ja, aber an dem Auftrag scheiterst du, denn ein Land existiert schon. Und dafür würde ich vermutlich auch mal nach Abelmir und auch nach Boltax schicken lassen, in verschiedenen Abständen. Abelmir für seinen riesigen Oberlöffel, den wir rufen wollen oder den er bauen Baut hier möchte. in der Mitte des Marktplatzes auf, da ist genug Platz. Genau, und Boltax für seinen Feuersturm, damit ich weiß, wo der ungefähr stattfindet. Der soll ja, ich Ja, ich glaube, würde den. wenn Burg Ich würde Zornbrecht den. als letztes fällt, ne? Genau, ich würde den dann dort zünden und dass wir halt Kanäle anlegen. Also der Feuersturm ist lokal sehr begrenzt. Ich wollte ihn aber halt für diese Situation mal nutzen, dass wir die Burg damit abfackeln und dass davon halt quasi Ja, über ja, ja. Kanäle das Brandöl die ganze Stadt. Du willst doch nur den Meister des Vulkans auf deine Seite bringen. Ja, Von Sorak. sprichwörtlich. Ja, ist mir schon klar. Muss ich für diesen Plan auch noch mal würfeln? Ich würde Kriegskunde. gerne. Gib mir Ja, ich würde mal. gerne Ja, würfel einfach mal Bergbau Kriegskunde. würfeln für die Oh. Kanäle. Ja, Bergbau ist auch eine schöne Probe, die du hier einbringen kannst, klar. Ich glaube, unterirdische Labyrinthe zählt Nee, als deine Spezialisierung nicht, du aber machst hier ja nein. keine Ich Schützengräben in die weiß, Stadt rein, das ja. nicht, aber aushöhlen an den einen oder anderen Stellen und da dann ja, Trittspeere rein oder sowas. Das wird schon ein Todeslabyrinth. Also ich Aber so kein ein bisschen. unterirdisches Labyrinth. Aber ich muss hier noch mal boosten, weil das ist meine letzte Schlacht. Da müssen wir noch mal 16. Nee, stimmt nicht. Da machen wir 13 Punkte mehr auf meine Kriegskunst. Warte. 16 halbiert sind 8 plus 5, 13. Neu würfeln. Du hast deinen Schicksalspunkt schon ausgegeben. Für was? Oder nicht? Nee, Nö. Nö. Schon Boltax nichts hat. passiert. Ich habe meinen ausgegeben. Boltax hat und Serpentilio hat. Glaube, ich habe vor Genau. jetzt auch noch gar nicht gewürfelt. Außer Ja, heute. schade. Ich habe auch nicht Kriegskunst. vor, heute noch was zu würfeln. Kriegskunstpatzer, das wäre jetzt 16, natürlich was. 16, 32 Punkte macht mein Plan, ist mein Plan Ja, wert. alles klar, weiß ich Bescheid. Ich würde gleichzeitig auch das Ritual vorbereiten. Ich habe ja vor, neun Paktierer bzw. Feinde Chors zu opfern, wenn wir die Schlacht beginnen. Außer Anfang mitnehmen, oder?
soll Anfang mitnehmen. Unsere eigene. Da ist ja ein Gefängnis. Ich nehme auch an, dass unsere eigene Flotte einige Leute haben werden, die versuchen wollen, wegzulaufen. Also, ja, also du hast ja über 1000 Leute, die da jetzt mitwirken, ob das jetzt Mannschafter sind oder Soldaten oder. Da wirst du auf alle Fälle jemand finden. 9 ist jetzt nicht viel bei 1000 Leuten. Ja, die müssen halt sterben, ne? Und die müssen halt schon irgendwie schuldig sein. Aber ich nehme an, unsere ganze Flotte wird ja genug Verräter haben, die sich sagen, okay, ich will nicht sterben. Hätte man doch jetzt nur einen übereifrigen Prioten, der dir sagen kann, wer schuldig ist und sterben muss. Oh nein! Abelmirs Charakter, Pajodan. Richtig. Du. Ich sagte einen übereifrigen Prioten und nicht so einen halbgaren Hemdsärmel, der sich nicht mal wohin anschließen wollte. Ronga! Hast du außer deinem Eisschwert und der Benutzung im Training noch irgendwas vor? Ronga hat tatsächlich nicht, aber dennoch wird er sich in die Stadt begeben und dort nach einem, rote und weiße Kamele-Brettspiel Ausschau halten, um sich eins zu organisieren, besser gesagt einem Teppich. Ja, wirst du ohne Probleme finden, rote und weiße Kamele. Entsprechenden Figuren und dann... Ja, nächstbeste thulamidische Person auf dem Schiff oder in Gegenwart ansprechen. Jo, bringen wir das mal bei. Thulamin würde sich anbieten, aber ich glaube, die ist mit ihren liturgischen Sachen ziemlich beschäftigt in diesem Monat. Ich weiß nicht, könnte doch auch sein, dass sie sich die Zeit nimmt, weil, wie gesagt, sie versucht irgendwie in all dem Stress und Untergang der Welt auch ein Stück Normalität und schöne Dinge zu finden und fühlt sich dann auch wieder sehr. Hat sie immer schön gespielt. Fühlt sich sehr intensiv anfühlen, dieses Spiel. Okay, dann bekommst du den Lehrmeister für Rot und Weiße Kamele und wirst dann in das uralte Spiel der, ich sag mal, Könige eingeführt. Wirst du dich eigentlich dem Untergangssturm von Raphim anschließen und Burg Zornbrecht dein letztes Mal verteidigen? Da Raphim sagt, das ist sehr wahrscheinlich ein Alvarans-Kommando. Kommt ganz drauf an. Haben wir darüber schon gesprochen, was Raphims Plan darunter ist? Alles vernichten. Du wirst, das ist jetzt ziemlich unspezifisch. Du wirst vermutlich nicht wissen, dass ich das überleben soll, weil ich das auch niemandem sagen würde. Also Voltax wird das wissen, obwohl, wenn du in der Besprechung dein dabei warst... heilig! Ja, doch kommst du nie nach Valhalla. Ach. Also zumindest ja, deine momentanen... Ich weiß nicht, ob wenn du bei der Besprechung dabei warst, könntest du die Vermutung haben, dass ich mit Voltax da abhauen werde, aber wenn ja, du das nicht Voltax weißt... Ich erinnere mich, Voltax hat über den Weg durch die Erde gesprochen und das als möglich aus. Dann warst du dabei, ja. Zu fliehen. Ja, dann weißt du das. Ja, wenn Voltax da Ronga noch mitnehmen kann, ASP-technisch, glaube nach dem Feuersturm sollte das schwierig sein. Eher abhängig davon eher nicht, weil wenn er das als Alvarans-Kommando adressiert, dann weiß Ronga, er hat jedoch noch eine Mission zu erfüllen mit den Archenherz und dem Schwert und da kann er dann nicht dabei sein. Vor allen Dingen ist Abelmir nicht auch in der Stadt, wenn er seinen Ogerlöffel schießen will? Ich hoffe vorab, um wie viel ungefähr also, ich er baut den. Achso, ja, du willst Dinge schießen. Wenn die Dinge erstmal in der Luft sind, wen interessiert's, wo sie runterkommen? Das ist nicht meine Abteilung. Ich baue die nur. Okay. Mhm. Abelmir, Klammer auf Wernher, Klammer zu. Und was? Morenes, genau. Das ist jeder. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar, wenn Feste Freuden in Al-Anfa, dann mit Kiaras. Ich denke, das ist sehr passend. Also vielleicht fährt Thulamin da auf seinem Schiff mit und sie machen gemeinsam diesen Ausflug. Und ja. Kiaras war ja auch immer sehr eng mit Raphim verbunden. Also vielleicht sucht sie so ein bisschen Trost bei ihm. Also bei einem anderen Rayani, der eben auch eine enge Beziehung zu Raphim hatte. Das soll gelingen. Gerade wenn du oben auf dem Silberberg bist, wirst du mitbekommen, die Karinors sind hier natürlich wie immer verbunden. Die Zornbrechts sind umso wuterfüllter, vor allem weil sie jetzt auch nach und nach mitbekommen haben durch eigene Spione in euren Reihen oder in der Stadt an sich, dass ihr die Port-Zornbrecht in die Luft jagen wollt. Sie können das nicht richtig verhindern. Nicht mit aller Macht. Können sie nicht, wollen sie nicht, aber der... Attentat. Aber sie werden auf alle Fälle auch ihre Stimmung euch beiden gegenüber, euch allen gegenüber ausdrücken.
Attentat. Schauen wir mal, was beim Kampf um Burg Zornbrecht und Port Zornbrecht alles passiert. Gut. Wir brauchen einen unsichtbaren Schrumpf. Ja, mittlerweile, ihr habt eure Vorbereitungen. Midas hat noch was zu tun. Midas hat noch was zu tun. Natürlich das Boot dem Herrn Fex übergeben. Dementsprechend würde ich Fexens Elsternflug vorbereiten. Wir haben ja schon festgestellt, dass das eigentlich nur auf Objekte, die bis zu einem Stein wiegen, machbar ist. Aber er probiert es natürlich trotzdem. Ja, das ist egal. Das geht nur auf einen Stein. Das steht in der Liturgie so drin. Aufstufen und beten. Wie gesagt, das Ding ist ja, wenn du was machen möchtest, was nicht geht, aufstufen. Ja. Zulamin würde dir unser in Anführungszeichen Beiboot geben. Und zwar die Schaluppe, die Jalan damals besorgt hat. Die kann 10 Personen fassen, hat ein Segel. Also es ist jetzt nicht das allerriesigste Schiff, aber... Das Problem ist, wenn du die nach Alvaran schickst, sagt Jalan, boah geil, mein Boot, und hält das da. Ja, und so kommt er wieder. Und dann reitet er es auf einem güldenen Regenbogen hinab, nur um dich zu watchen. Weil er erfahren hat, was du mit der Lanze gemacht hast. Und so kriegen wir Jalan zurück. Speaking of, wolltet ihr jetzt dieses Endurium-Test machen? Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Das war ja eine von den zwei Sachen, die ich machen sollte. Muss ich gleich was würfeln. Ja. Zunächst mal, wie gesagt, Fexens Elsternflug. Ich würfel die Liturgie jetzt einfach einmal aus. Wie sieht es mit Erschwernissen und Erleichterungen aus? Es geschieht nicht im zwölfgöttlichen Auftrag. Ich organisiere dir einen Haufen Mitbeter. 60 und mehr. Minus 5. Sehr gut. Alles gut. Also die Mitbeter, wir schaffen es nicht mehr, das im Fexmonat durchzudrücken, oder? Da kommen wir nicht mehr hin. Nein, right, wir waren schon im Ingrim. Ich kenne den Kalender nicht. Ingrim-Reiher-Schluss. Genau. Das Ding ist, ich werde natürlich das Boot mit allerlei Objekten beladen. Nicht Objekte, die uns im Kampf helfen, sondern Objekte von Wert. Das heißt, ich werde sowohl aus Rafims Kajüte, aus Zulamins Kajüte, aus Boltaks Kajüte, aus eben allen Kajüten der relevanten Leute hier etwas mitnehmen. In Absprache natürlich. Ich würde sagen, würfel mal W20, ob dich ein Sordul frisst, wenn du bei mir rumwühlst. Also Zulamin würde was von ihrem Schmuck spenden, vielleicht sogar einen großen Teil davon. Und ich finde, wir sollten das Schiff noch benennen. Also bisher war es ja irgendwie so, ein Beiboot, aber... Das gehört... Letzte Hoffnung. Elstern. Ich nenne es Elsternflug. Ich bin für Letzte Hoffnung. Nein, das ist Elsternflug. Ich bin für Jalan Greifenmund. Oh, actually, ich bin für das, was Rafim wollte. Ja, das ist richtig super. Der Elsternflug, alles klar. Das war nicht, was Rafim wollte. Das ist egal. Richtig. Das wird Fex selbstverständlich angeboten, denn wir handeln natürlich. Dann würde ich im Kontext dessen meine Liturgie sprechen und die Liturgie in Form eines Zwiegesprächs mit meinem Gott gestalten, während der ich mit ihm verhandle. Nun, Herr Fex, ich weiß, es ist eine etwas außergewöhnliche Situation, aber ihr habt schon einmal ein gewisses Interesse an diesem Fleckchen der Welt. Nun wird sich alles entscheiden und wir brauchen eure Hilfe. Ihr seid der Einzige, der uns mit dem nötigen Glück ausstatten kann. Doch wer wäre ich, der nicht einen gewissen Preis bereit ist zu zahlen? Und all die anderen Seelen, die hier auf eure Rettung und eure Hilfe vertrauen. Wir helfen uns selbst, keine Frage. Doch manchmal ist ein Augenzwinkern vonnöten. Und so möchte ich euch dieses Boot anempfehlen, um es im geeigneten Zeitpunkt zurückzuschleudern. Der Elsternflug. Dies soll der Name sein, der das Boot von euch aus Alvaran zurücktragen lässt. Und mit dem Elsternflug empfehle ich es euch an. Also ich habe jetzt keine Erschwernis oder Erleichterung eingetragen. Ja. Du hast wohl gerade dein Gebet zu Ende gesprochen, siehst auf das Beiboot oder die Schaluppe und stellst wohl fest, dass durch den Wellengang irgendwelche Gerätschaften verrutscht sind. Du merkst wohl, wie es irgendwie klirrt und da wohl irgendein Gegenstand, den dir Serpentilio mitgegeben hatte, zerbürst. Und dann merkst du
wie es kurze Zeit später gluckert und ein Loch, zusammen mit einigen grünlichen Verfärbungen vom Boot sich ausbreitet. Das Loch wird größer und größer, das Wasser wird mehr und mehr und das Boot versinkt. Du kannst nur zusehen. Ich lächle. Nun, wenn das euer Wille ist. Charakter und sagt Danke. Dann kommt der 15. Reihe. Warte. Ja. Wir wollten, und zwar, du hast die Lanze, right? Ich habe die Lanze, ja, genau. Okay, wir nehmen die, wir verzaubern die mit einem 1-ASP-Manifesto und binden eine magische Unzerbrechlichkeit ein. Wir machen das temporäres Artefakt mit einer Haltbarkeit von einem Tag. Das bringt uns auf einen Kostenpunkt von 32 ASP. Und das bedeutet, wir zahlen keine PASP. Ich würfel einmal kurz den 8 erschwerten Akanovi. Der ist geschafft. Right. Und dann tu, was auch immer du willst. Ja, ich weiß nicht, was jetzt passieren sollte. Ich würde mit der verzauberten Lanze zu Marcheska Paligan, beziehungsweise es war ja, glaube ich, noch unsere Hesinde-Geweihte mit dabei. Und ich würde Voltax hinzuziehen, weil der ja den Titanium-Dolch oder die beiden Titanium-Dolche hat und den Test durchführen, von dem wir ja gesprochen haben. Sprich, erst das Ganze entzaubern und es dann versuchen, mit dem Titanium-Dolch endgültig zu zerstören. Also das Stück rauszuschneiden, sodass die Integrität des Objektes nicht mehr gegeben ist. Die Zauberdauer vom Destructibo Arcanitas von Minuten bis hin zu vielen Stunden, je nach Wahl des Zaubernden und Komplexität und Fremdheit der zu zerstörenden Zauberei. Ja, wir können hier mit Stunden rechnen. Ja, das auf alle Fälle. Ich gucke gerade, Desintegratus hilft nur für profane Sachen, ne? Genau. Yep. Das heißt, es muss der Destructibo sein. Und steht extra drin, die Fremdheit der zu zerstörenden Zauberei, es ist ein magischer Zauber. Wir müssten halt vorher eine Analyse machen und die dauert dann wieder. Das würden sie dann Ich wusste schon, was Serpentier hier vorhat, als er gefragt hat. Ja. Die Frage ist jetzt, kannst du durch einen magisch unzerbrechbaren Syndrom-Gegenstand mit einem Titanium durchschneiden? Okay, das probiert Boltax aus. Er versucht, die Ringe zu zerschneiden mit dem Titanium durch. Ich kann dir die Unzerbrechlichkeit kurz vorlesen, wenn du möchtest, ja? Ja. Magisches Artefakt in der Wunde Zaubermatrix bereits widerstandsfähig. Durch profane Gewalteinwirkung überhaupt nicht zu zerstören. Gegen Schadensmagie, elementarische oder dämonische Attacken besitze ich zusätzliche Hörte in Höhe der doppelten PASP. Okay, in diesem Fall 0, bei Morudal dann mehr. Zusätzliche Strukturpunkte, bla bla bla, und nicht so wichtig, und die nachfolgende Rüstungszeug. Aber das ist doch schon die Lösung. Ja, ich weiß halt nicht. Also du machst mit deinem Titanium-Dolch, legst du einen Zauber rein und dann zerschneidest du. Warte, ist der nicht inhärent magisch? Titanium ist ein magisches Metall. Ja, du kannst ihn aber zusätzlich verzaubern. Er lässt sich ja auch gerne verzaubern. Also willst du drauflegen? Zauberklinge? Ist doch völlig egal. Das stimmt. Es ist also du kannst die Zauberklinge drauflegen, aber gut, dann kriegt aber das ist die Lösung. Ja, dann kriegt Serpentilio jetzt die beiden Titanium-Dolche von Boltax. Einen würde ich gerne verletzend gegen Charybdorot und einen würde ich gerne mit irgendeinem passenden Zauberklinge zum Beispiel. Zauberklinge. Kann ich Titanium ätzen? Nicht ohne Kaiserwasser, oder? Titanium, nein, kannst du nicht ätzen. Shit. Dann kannst du die Charybdorot-Verzauberung vergessen. Weil irgendwie muss das Zauberzeichen da rein. Und ich kann es nicht gravieren, ich kann es nicht ätzen und ich werde garantiert nicht malen. Charybdorot-Bann muss es halt der Zauber sein. Nee, es geht wieder das Zeichen der Zauberschmiede gehen, wo ich den wahren Namen der CPT einarbeiten könnte. Nur wie gesagt, ich muss dafür das Metall bearbeiten und bin kein Zwerg. Geht nicht. Ja. Und ich kann es auch nicht jemand anderen machen lassen, denn Zauberzeichen müssen vom Magier selbst angefertigt werden. Selbst in Durium kannst du nicht mehr ätzen. Right, so. Warte, der Wurm produziert eine Säure, die das kann. Aber ist nicht so wichtig, denn not happening, sorry. Nein. Zersetzt alles Gestein außer Endurium und das wird gesammelt. Ich dachte, okay. Wie gesagt, ist nicht so wichtig, denn es passiert nichts. Du kannst normale Zauber kriegen, also ich leg den Geisterklinge drauf, wenn du möchtest, oder irgendwas anderes mit Totalwumpe. Alles klar, gut. Kann ich den Geisterklinge? Doppelklinge, Geisterspielen? Irgendwer wird ihn können. Ich kann ihn nicht, aber mir... Irgendwer wird ihn können. Okay, pass auf, warte. Aber Adamantium in Zauberstahl-Variante. Ja. Da zerbricht dir der Titanium durch nicht mehr von, denn verlierst dann Strukturpunkte von Titanium. Das ist korrekt. Aber nee, genau, also der Destructibo
von mindestens einer Minute bis hin zu vielen Stunden, je nach Wahl des Zauberns, Komplexität und Fremdheit, und das ist das Problem. Ja. Es ist halt nicht Tulamidisch, es ist nicht selbst Achars, es ist nicht mal Exisch, es ist halt Marisch und dementsprechend raus. Ich dachte halt, der Sinne gewahrt, der hätte da irgendeinen Trick im Ärmel, aber der Sinne funktioniert leider nicht so. Nee. Ja, dann wird's Titanium verzaubert sein und Boltax muss schneiden. Okay. Erinnere mich daran, dass ich dir das nächste Woche ausrechne. Ja? Weil da müssen ein paar ASP rein und ich muss gucken, wer es mit PASP hinhaut. Kein Problem. Dann schreibe ich 15. Alles gut. Raya. Ihr bekommt mit über Bodenschiffe vor allem, ihr habt ja eine Meldekette, dass Port Zornbrecht die ersten Angriffe von Piraten zu erklagen hat. Und zwar wurde die Schlüsselfels und auch die Rotauge angegriffen. Zwei relativ langsame Koggen, die auch nicht wirklich Feuerwiderstand leisten konnten, haben sich zurückgezogen und konnten allerdings noch eine Meldung überbringen, sodass eure aranischen Schiffe, die ihr damals mit als erstes noch bekommen hattet von der aranischen Regierung, einen Widerstand leisten konnten. Auch nicht lang, aber sie konnten sich nach Port Zornbrecht zurückziehen. Stark angeschlagen, es gab auch einige Verluste. Man konnte natürlich noch ein paar Talucken mitnehmen, aber ihr habt auch ein alanfanisches Schiff, eine Trireme, verloren, die im Kampf leider untergegangen ist. Und so sind die ersten Piraten angelandet vor Port Zornbrecht und eine weitere Flotte wird sich wohl nähern. Das waren nur die ersten Späher der Piraten. Eine Frage. Und an der Stelle würde ich tatsächlich beenden, wenn Hage jetzt raus muss. Ja, der ist schon weg. Der ist schon weg. Ja. Ich hätte eine Frage. Wir haben ja Piraten gefangen genommen. Ja. Und das Schiff ist ja vermutlich erstmal bekannt. Können wir das mit Leuten ausstatten, die wie Piraten aussehen? Wir haben ja auch ein paar eigene Piraten in unserer Flotte. Und quasi so ein Backup-Schiff haben, das sich in die gegnerische Formation einschleusen kann. Ihr könntet das auch benutzen, um zu fliehen. Genau, ja, das war die Idee. Also, dass es sich weiter unauffällig verhält und wenn ihr rauskommt, dann springt ihr auf die Glut von Garen. Ja, ist auf alle Fälle eine weitere Möglichkeit. Also, ich hätte das Ding mit Brandöl vollgestellt und es ist angezündet und da reingeschubst, aber hey, ihr macht das schon. Ich will halt nur. Ich meine, so lebt ihr, aber Brandöl wäre cooler. Ja, ich möchte möglichst viele Varianten haben, um von diesem Schiff runterzukommen, weil sie alle fehlschlagen werden, das ist natürlich klar. Aber ja, ist ein Strauß an Blumen.